Achtung Fahrer, Achtung Helfer, Start in den nächsten 10 Sekunden, Start. Lasst euch Luft beim Fahren. Oh, oh. Der war geil, der war geil. Okay, das war ja mal ein relativ guter Start. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass Rubio da wirklich ganz defensiv gefahren ist. Und erstmal gesagt hat, kommt Leute, kämpft da vorne, ich kämpfe mich einfach wieder durch. Das hat er jetzt auch gemacht, zwei Leute haben sich schon abgelöst. So, schauen wir mal. Die erste Minute ist gleich rum. Momentan führt der Matt vom 5, dann Jan, Julian, Uwe, Julio, Danilo und Michael. So, hier auch wieder. Die Zeiten, die hier gefahren werden, liegen auch alle bei 12. Lassen wir uns bei dem bisschen eingrooven hier und dann, da fallen schon die ersten Zeiten bei 12,4. Also wie man sieht, sind die Fahrzeuge wirklich alle gleich schnell. Eben die Jungs da, die zu dritt gefahren sind, sind 12.3 als schnellstes gefahren. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs hier machen, wenn sie ein bisschen eingefahren haben. Da sind wir noch 12.4 als schnellste Runde im Moment, momentan. Ja, weiter. 12.5, 12.6, 12.6, 12.4, 12.9, 12.8 und 12.7. Dass sie jetzt ein Ticken langsamer sind wie die drei eben, ist daran begründet, dass sie jetzt noch mehr Autos auf der Strecke sind. Man muss also ein bisschen mehr aufpassen, man hat mehr Autos und mehr Glück. So, auf die Zeit so langsam vorzählen. 12.4 ist immer noch die schnellste Zeit von den Jungs hier. Schauen wir mal, das ist immer Max, der führt, dann Jan, dann Julian, Finn, Uwe, Silvio, Danilo und Michael. Mal schauen, wo der Max ist. Max ist, ich wüsste hier, das weiß, orange, schwarz, das schwarz, oder braun, dunkel braun. Jetzt auch gerade, weiße Auto mit orangen, ja, Streifen und einem schwarzen oder dunkelbraun, Silber ist auch noch drin. Das ist der Führende, der hat gerade den Michael überholt. Der Michael ist hier leider schlusslich. Dann schauen wir, wer den Zweitplatzierten, das ist der Jan Wiemann. Der ist jetzt hinter dem Michael, genau, das ist das Auto mit den Reifen von schwarzen Pfeilen und leuchtroten Heck, oder leuchtorangen Heck. Das ist der Jan und der ist gar nicht so weit weg. Der ist nur 1,8 Sekunden weg von dem Max. So, danach ist der Finn. Schauen wir mal, wo der Finn ist. Das müsste dann theoretisch das orange-grün-weiße Auto sein. Der Julian Köster mit dem weiß-gelben Auto ist direkt dahinter. Hat zu viel gewollt. Ja, das war ein bisschen sehr abgekürzt, ne? Aber den lassen wir mal gelten. Ist ja dahinter geblieben. Gut. Michael ist ausgefahren, Michael steht da hinten, okay. So, schauen wir mal. Also der Julian ist das weiß-gelbe Auto mit dem roten Streifen, roten Dreiecken, Travis oder wie auch immer halt. Ja, ja. So, dahinter, hinter den Uwe Binken, der Uwe Binken ist das ganz rot, rot-orange Auto. Dann ist das schon der Silvio, aber der hat die auch schon geholt, weil er die Uwe einfach einen Fehler getrieben hat. Ich schau mal, Silvio ist ganz schön, ja, 12.4, 12.4.8 als schnellste. Wo haben wir denn noch Zeiten? 12.52, 12.63, 12.63, 12.43, 12.40 und 12.70. Das sind die schnellsten Zeiten der Fahrer, die hier fahren. Einfach von oben nach unten durchgehen. Im Mundfühlstand. Hey, jetzt soll ich mal gucken, wo war denn das? Das war das Mundfühl, was der Max. Jo, der Max, der hat
Hat sich getan. Der Max hat einen Fehler gehabt. Der musste einen Helfer hin und umdrehen. Deswegen ist er ziemlich weit durchgereicht worden. Oder wie sehe ich das? Jo, genau. Der Jan führt jetzt. Der Jan führt jetzt. Das ist das weiß-orange Auto. Weiß-leucht-orange mit dem schwarzen, ja. Daddy-Streifen, sage ich mal dazu. Danach ist der Julian Köster. Das ist das weiß-gelbe Auto mit den roten Rallye-Streifen und dahinter ist schon der Silvio. Da sieht mal einer an. Dann der Uwe, dann der Finn und dann ist erst der Matt. Ein Fehler und er ist von Platz 1 auf Platz 5 durchgereicht worden. Regels durch Platz 6 sogar. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie eng das ist mit 45 Fahrern. Ein Fehler und man wird durchgereicht von Platz 10 auf Platz 20. Der Punkt fährt man nicht mehr im B-Finale, sondern das fährt man schon im C-Finale oder gar im B-Finale. Das ist das, was hier ausschlaggebend ist. Man sieht ja, die Leute machen sehr wenig Fehler. Wer so ein Auto schon mal bewegt hat auf dem Parkplatz oder so, der wird wissen, wovon ich rede, weil wenn man auf sich zufährt, muss man ja anders denken und lenken, weil sonst wird das Auto in die falsche Richtung abbiegen, wo man nicht mit rechnet. Aber die Jungs da oben haben genug. So, jetzt wird es aber eng. Jetzt wird es aber richtig eng. Es ist noch knapp eine Minute zu fahren. Etwas mehr als 30 Sekunden noch. Und jetzt wird der Silvio umgekehrt. Der Silvio leider. So, da gibt es aber Applaus für Silvio, weil das war das Fairste, was ich bis jetzt gesehen habe. Er hat sogar gewartet. Und hat den Julian leider berührt und beide sind jetzt auf 5 und 6 durchgereicht worden, beziehungsweise doch, 5 und 6. Aber Julio hat ganz fair gewartet und gesagt, komm, das war mein Ding. Dann bestrafe ich mich selber damit, ich habe dich bestraft und das nennt man Fair Play. Aber der ganze Kampf war quasi fast umsonst, ein einziger kleiner Fehler. Und schon. So, damit hat der Jan vorne die Führung und dann unbedingt ganz in Ruhe und ganz gemütlich fährt er bei dem zweiten Platz. Aber das sind besser. Jetzt seid ihr durch. Gewonnen hat der Jan vor dem Uwe, dann Finn, Danilo, ganz ruhig, beim vierten Platz eingefahren. Julian, Silvio, Mats, die da dabei einen kleinen Fehler hatten und Michael ist ausgefallen. Dann kommen wir jetzt zum B-Finale. Wir merken, dass die aufsteigenden Finals, dass die Fahrer da immer sicherer werden, immer gleichmäßiger werden, auch immer schneller werden. Wir kommen zum D-Finale. D-Finale Stopp. Das vorherige, das E-Finale, bitte die Fahrzeuge abgeben und auf den Helferposten. So, alle Transponder zählen. Dann bitte ich euch jetzt in die Startaufstellung zu fahren. So, auf der Geraden stehen die Ersten. Der Erste kann sich wieder aussuchen, ob er innen oder außen fahren möchte, das ist Mike Hansen.